Game Boy Advance Kalender. Game Boy Advance Kalender. Krankfried und Luke Miller aus dem Bohnenland haben Prinzessin Peaches Stimme geklaut und durch explosive Fluchsymbole ersetzt. Und nein, ich denke mir das nicht gerade aus. Willkommen bei Mario und Luigi Superstars Saga, ein kunterbunter Vertreter aus der Mario-Rollenspielreihe. Unsere beiden Helden müssen dieses Mal gemeinsame Sache mit Bowser machen, um ins Bohnenland zu reisen und Peaches Stimme zurückzuerlangen. Hier beginnt ein riesiges und vielfältiges Abenteuer mit den beiden Klempnerbrüdern in den Hauptrollen. Beziehungsweise es beginnt, sobald ihr mal das Tutorial und die teils überbordenden Dialogorgien hinter euch gebracht habt. Gespielt wird in einer Top-Down-Perspektive. Mario und Luigi laufen, klettern und springen durch mehrstöckige Landschaften. Immer auf der Suche nach dem ein oder anderen Geheimnis und Goodie. Gekämpft wird rundenbasiert, was aber nicht bedeutet, dass Gegner nicht auch durch auf den Kopf springen erledigt werden können. Gegnerischen Angriffen kann man durch geschicktes Timing ausweichen oder sie gar kontern. Und wenn die Brüder erstmal zum gemeinsamen Angriff ausholen, ja, dann ist großer Schaden garantiert. Mit den durch den Kampf ergatterten Erfahrungspunkten kann man seine diversen Status erhöhen, nämlich Angriff, Verteidigung, Geschwindigkeit und Bart. Japp, Bart. Denn der gemeine Italiener an sich legt doch stets großen Wert auf einen gepflegten Gesichtspullover. Hier bedeutet es so viel wie Glück. Auch innerhalb der Spielwelt wird nicht mit Innovation gegeizt. Um den ein oder anderen Ort zu erreichen, muss Bruder 1 auf Bruder 2 hüpfen, um ein Spezialmanöver auszuführen. Das hat mir eigentlich mit am meisten Spaß gemacht. Es ist ein Augenzwinkern an Marios Herkunft aus Plattformerspielen und gleichzeitig lädt es zum Erforschen der Spielwelt ein. Etwas, das mir immer wieder Spaß macht bei Spielen. Auf Mario und Luigi Superstar Saga kam ich erst relativ spät. Mario RPG habe ich bis heute nur angespielt. Paper Mario auf dem N64 gar nicht. Super Paper Mario habe ich immerhin durchgespielt, aber die Serie danach eigentlich aus den Augen verloren. Jetzt ist man sich auch etwas strittig, zu welcher Reihe im Mario-Universum genau das Spiel gehört und also ich finde, es gibt Mario-Spiele, das sind Jump'n'Runs und dann gibt es Spiele, das sind RPGs und das ist für mich alles einfach eine Reihe. Ob man jetzt unterscheidet zwischen der Paper Mario-Reihe, der Mario-RPG-Reihe und der Superstar-Saga-Reihe, Tomato. Schluss aus Nikolaus. Jedenfalls habe ich zuerst Bowser's Inside Story und Dream Team gespielt, bevor mir klar wurde, dass dieser ganz spezielle Subast des Super Mario Stammbaumes seine Ursprünge gar nicht auf dem DS, sondern auf dem Game Boy Advance hatte. Und dann erst habe ich mir das Spiel geholt. Das war, glaube ich, ein kleiner Fehler, denn wenn man die neueren Titel gewohnt ist, dann wirkt natürlich dieses Spiel sperriger und primitiver und ein bisschen altbacken, aber ist ja klar. Rollenspielpuristen werden das Spiel definitiv zu einfach finden. Nicht nur in Sachen Schwierigkeitsgrad, sondern was die allgemeine Mechanik betrifft. Es ist ein Ost-RPG für Leute, die nicht allzu viel denken und stattdessen lieber Erfolgserlebnisse und Spaß haben wollen. Fans der klassischen Super Mario-Spiele werden sich vielleicht etwas am geringen Tempo des Spiels oder an den teilweise extremen Dialogorgien stören. Ernsthaft, ich habe das Gefühl, die Macher haben nach all den Jahren, in denen in Mario-Spielen kaum Dialoge vorkamen, das Gefühl gehabt, jetzt was kompensieren zu müssen. Dazu muss ich sagen, mir gefällt's. Ich habe nicht jeden Dialog komplett gelesen, aber das muss man auch nicht. Es ist eine lustige Atmosphäre, es gibt allen Charakteren ein wenig Ecken und Kanten und dass Mario mit einzelnen Worten um sich werfend auf Wände voll Text kontert, macht's nur noch lustiger. Das Spiel eignet sich für Leute, die Lust auf ein wenig entspanntes Spielwelterforschen haben, die gerne ein paar kleinere Rätsel lösen und ein wenig Geschick einsetzen. Dafür ist es absolut perfekt. Ich selber mag das Spiel, ebenso wie seine Nachfolger. Diese sind ein wenig innovativer, ein wenig kreativer, macht Superstar Saga ja aber nicht automatisch schlecht. Deshalb gebt dem Ding gerne einen Versuch, falls ihr das noch nicht getan habt. Ihr werdet definitiv einige spaßige und unterhaltsame Stunden damit haben.